Sag mal 3, 2, 1. Hallo, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Video. Ich hätte es nicht gedacht, aber sie ist heute hier live in Köln. Es ist kein Hologramm, wie wir es sonst immer gemacht haben, mit unserer fantastischen Technologie, die in diese Küche eingebaut ist. Sie ist heute hier in Fleisch und Blut, Sally. Sally Mrs. Vlog, wollte ich gerade sagen. Ich habe mir was ausgedacht, weil ich habe gesagt, bei uns ist es ja jetzt im Sommer. Weil alle Urlaub machen außer uns. Richtig. Und dann brauchen wir zwei essentielle Sachen. Das ist Clickbait und gutes Thumbnail. Gutes Thumbnail, wir haben Miguel hier. Clickbait aber ist Sally, klar. Dauerbrenner. Oh. Das lieben die Leute. Ich liebe dich auch. Was wir dann noch haben, ist natürlich das Wichtigste, Minecraft. Und da gibt es ja auch einen Kuchen. Ich habe eine Videos, die ich mit Sally drehen will, Liste. Und da steht es ganz oben drauf. Weil ich mir dachte, das ist bestimmt so cool, weil ich habe das einmal mit Revi gemacht. Nee, da ist doch kein Mehl, oder? Ich hab noch nie was von Kochen gehört. Mittelalter-Camp! Crunch, crunch, crunch! Lecky! So, noch was Zucki hinzu. Toll, super. Ich versuche das jetzt hier in so Vierecksform zu bringen, ne? Wacht auf, wacht auf! Nee, aber nicht gut. Wir haben den Kuchen mal angeguckt. Ja. Du weißt ungefähr, wie es aussieht, weil du bist selber noch nicht in der Minecraft-Welt gewesen. Ich tatsächlich nicht, aber Samira und Ella. Wenn die das jetzt hier sehen, du weißt, die kommentieren das höchstwahrscheinlich mit dem Sally-Account. Die sagen, oh Mama. Die dürfen tatsächlich nur auf Sturmis Account und dann da mitkommentieren, weil ich weiß, da ist alles okay. Dingel, dingel, ding. Schmeckt so wie das Blut der Erde. Womit fangen wir an? Was machen wir? Wie machen wir das? Weil ich habe ein Rezept reingeschmissen und du hast dich direkt hingesetzt und hast gesagt, I'm the queen of the cake, wie Scooter schon einst sagt. Und dann nochmal ein bisschen umgemodelt. Also was machen wir jetzt? Was machen wir wie? Ich war kurz traurig, weil er nicht ein Rezept von mir gewählt hat. Aus meinen Grundteigen. Ich glaube, ich verstehe das ja, dass es so Teige gibt, so Grundteige. Aber ich verstehe nicht ganz genau, was dann hier passen würde. Und dann hätte ich Angst, dass wir am Ende vielleicht Muffins machen. Also ich müsste einfach schreiben, dieser Kuchen eignet sich auch für eine Minecraft-Motivtorte. Also hier ein Grundrezept, 5 Eier, Prise Salz, dann nehmen wir 240 Gramm Zucker, Vanilleextrakt, Vanille, Buttermilch und Sonnenblumenöl, Mehl, Backpulver und 80 Kakao. Und das alles einfach zusammen mixen? Nein. Eier, Zucker, Vanille und Salz cremig verrühren. Ich hole kurz Josef. Wo sind Josefs Aufsätze? Josefs Aufsätze sind hier drin. Ich hole ihn kurz rüber, er ist sofort da. Das ist für alles, was flüssig ist und schaumig werden soll oder Sahne. Das ist für Mürbeteig, wenn du Frikadellen machst. Man macht Frikadellen. Eier rein, Salz rein. Soll ich zuerst mal Salz, um vielleicht das alles ein bisschen crazy aufzumischen heute? Ja. Reicht beeindruckend. Kannst du eigentlich Eier mit einer Hand aufschlagen? Na klar. Mach mal. Hier ist das erste deutsche Fernsehen. Ich habe tatsächlich noch nie in einem meiner Videos Eier aufgeschlagen, weil ich habe so eine üble Eierphobie. Ein Fact über mich, nachdem ich das gemacht habe, muss ich übel lange die Hände waschen. Ich mag keine Eier und keinen Eiergestank. Hi, wir sind wieder da, ne? Hat super funktioniert. Es riecht jetzt hier alles. Fressig. Ja. Alles rein? Alles. Alles rein, mache ich natürlich. Alles? Nein. Schade. Ist es überhaupt so schnell richtig? Ja. Wie lange muss es jetzt? Bis es ganz weiß-cremig ist. Also dauert ein Minütchen. Ja. Dann sehen wir uns sofort wieder, wenn es weiß-cremig ist und nicht stinkt. Wir sind durchgerührt. Das ist schaumig. Das ist weiß-cremig. Das ist cremig. Mhm. Höchstwahrscheinlich Mehl, Backpulver. Aber dann, warum die Flüssigkeiten? Die kommen jetzt rein. Die kommen jetzt schon rein? Ja. Und dann erst das Trockene und das vermischen wir miteinander. Genau. Höchstwahrscheinlich, ne? Und wichtig ist, dass wenn Mehl dazu kommt, nicht mehr lange gerührt wird. Also Eier, Zucker kann man so lange wie man will rühren, aber alles andere nicht mehr. Zum Glück griffbereit gehabt. Uff. Ich habe noch diesen Sally-Sieb, aber ich habe die Erfahrung gemacht, kurzes Nutzerfeedback, dass alles, was in diese Richtung hier geht und wenn es ein bisschen gröber wird, dass das echt ein bisschen länger dauert, das da so durchzusieben. Ja, ist ja ein Dreifach-Sieb. Ja, deswegen dann bestimmt. Ich will nicht, dass du in diese Schubladen guckst, das ist mir so unangenehm. Hat er Angst vor mir? Ja, ein bisschen. Durcheinander mixen. Ja. Das ist wichtig, weil, wenn das vermixt ist, dann verteilt sich das Backpulver gleichmäßig. Sie haben nichts gesehen. Auch mit dem weiter. Ja, auf niedrigster Stufe, ganz kurz. Ich steck schon mal zusammen. Ja. Dieses, wie nennt man das im Fachkreis? Backrahm. Backrahm. Was hast du gesagt? 36 mal 18, ne? Ja, damit wir später zwei Quadrate haben. Und das ist dann quadratisch. Praktisch. Gut. Gut. Ich gucke im Prinzip nur christliche Channels. Ja, ne? Aber die gucken. Ich glaube, ich mache hier was nicht richtig, Sally. Kurz an kurz, lang an lang. Ja, ja. Genau so. Und dann genau das habe ich. Was, Bruder? Das
So wie als wenn jemand so Schloss Neuschwanstein aus Lego baut ohne Anleitung gerade für mich. Das ist wirklich so. Ja, habe ich genau verstanden, wie das funktioniert. Ja, ich tue das da rein. Wir beeilen uns einfach. Also hast du mal gemerkt, dass alle Sachen, die wir jetzt gemacht haben bei diesem Bug-Thema, ich nur von dir habe und von deinem Shop in Mannheim, der auch immer noch trotz Corona geöffnet hat, wo ihr mit dem Code FREEWAFFEL keinen Rabatt kriegt, aber ihr könnt sagen, ihr kommt von diesem Video hier. Dann lass doch einen coolen Code nehmen. Dann machen wir einen Code von uns beiden. Nee, FREEWAFFEL ist cool. Sally-Waffel klingt wie Sally hat einen an der Waffel. Okay. Das sieht doch schon hammermäßig aus. Also ich glaube auch, dass wir das voll richtig machen. Du hast das Rezept auch direkt erkannt, was ich dir so vorgesetzt habe. Du hast gesagt, das wäre ursprünglich ein Red Velvet Cake gewesen. Genau. So und wie würde man diesen Kuchenbodenteig jetzt nennen dann am Ende, wenn das jetzt aufgeht? Ist das dann auch sowas? Schokokuchen. Ich glaube, der schmeckt später ein bisschen stark nach Sonnenblumenöl, weil ihr habt so ein Bio-Sonnenblumenöl, was eigentlich löblich ist, aber aber Bio ist für dich Abfall. Aber warum? Schlimm, weil das dann zu gut ist? Weil das dann so kalt gepresst ist und dann das einfach ganz stark nach Sonnenblumen. Du, ich muss übrigens sagen... In den Ofen? Ja, klaro. Nicht stehen lassen. 170 Grad Ober-Unterhitze, für wie lange? 30 ungefähr. Ja. Machen wir mal 30. Hast du? Timer auf 30 Minuten. Ja, natürlich hast du. Bis gleich. Wir sind wieder da. Wir haben in der Zwischenzeit eine Ganache gemacht. Das war Sally sehr wichtig, dass wir eine Ganache machen, weil Sally gesagt hat, das muss schön aussehen, wir reden sonst nicht darüber. Ich will nur betonen, Freddy wollte einfach über diesen Kuchen. Der wollte ihn halbieren und womit wolltest du ihn füllen? Also über eine Füllung habe ich jetzt tatsächlich gar nicht nachgedacht. Ich wollte ihn nur halbieren, damit und er... Und aufeinandersetzen. Dann ist er höher. Und dann hat er gesagt, nun darauf die Fondantdecke. Aber dann ist die halt so gar nicht schön. Dann sieht es aus, also du, es muss ja glatt sein. Du hast vollkommen recht, du bist genau der richtige Spirit, der hier fehlt. Ja, ne? Wir haben jetzt zwei verschiedene Schokis benutzt. Das war normale Schokolade. Also Vollmilch. Vollmilch und Zartbitter. Das Zartbitter. Das haben wir nur warm gemacht. Nein, wir haben Sahne gekocht. Sahne haben wir warm und dann haben wir das die über Sahne die drüber da und dann kurz kalt werden lassen. Jetzt Kuchen rauslösen. Nicht vermisst mit mir zu backen, ne? Doch. Das ist immer eine kleine Herausforderung. Ich denke mir halt immer am Ende kann man sowieso, also wenn was schief geht, kann man immer Rumkugeln draus machen. Stimmt. Einmal hier. Guck mal, das sieht doch schon aus wie... Gemalt. Und jetzt halbieren. Halbieren schon? Machst du das mit Augenmaß oder messen wir? Ich soll den Zollstock holen. Hast du. Alle Leute lachen mich immer aus für Zollstöcke in der Küche, aber jetzt wird's, jetzt wird's wild. Mhm. Ja, da ist er. Oh, war schon fast genau, ne? Sehr schön. Dann streichen wir da jetzt ein bisschen Ganache drauf. Damit es so eine Füllung hat. Noch ja. Und dann können wir noch diese Crisp Pearls reinmachen. Da hast du noch eine Crunch-Füllung. Du musst jetzt Minecraft spielen, ne? Ja, zeigst du es mir? Ja, kann ich machen. Dann können wir in Minecraft Sallys Welt nachbauen. Echt? Mhm. Nehmen wir die Kids noch mit dazu, machen wir einen Server online. Echt? Murat jetzt? Auch. Der kann dann so als kleiner Elf da rumlaufen die ganze Zeit. Das ist alles nachbauen. Silicon Valley. Gibt's bestimmt auch schon. Vielleicht mal Challenge an die Leute, die zugucken. Baut doch mal Silicon Valley nach. Und jetzt das einfach so umkippen, dass es ein glatter Top ist, ne? Ja. So. Sehr gut. So viel besser als das, was ich mit Rivi gemacht habe. Ja? Weißt du, was ich dazu sage? Was denn? Milady. Kommt schön Butter mit dran und dann tun wir das frittieren und dann... Oh, dann. Und jetzt werden wir das aber ganz kurz einfrieren. Okay. Und die Lücken hier damit ausfüllen. Aber das läuft doch runter. Wie nee, die wird jetzt fest. Die stellen wir auch ganz kurz kalt. Die hat dann eine festere Konsistenz. Und dann können wir das so ausfüllen. Okay, komm, einfrieren. Okay, dann sehen wir uns gleich auf wieder. Auf dem schönen Waffelbrett. Okay, und dann machen wir das jetzt voll und dann ist es gleich komplett und dann geht's weiter, ne? Kuchen frisch raus. Sally hat schon hier gespachtelt fleißig, muss man sagen. Also wir haben die Schokospachtelmasse aufgetragen. Ja, ich bin nämlich Malermeister und Maurer und Lackierer. Oh, oh, oh. Und jetzt noch rumstürzen. Na ja. Das hat ja dieses Muster, ne? Mhm. Also dieses Eckige. Machen wir das, legen wir das erst drüber und schneiden es dann, oder? Ach, der ist noch nicht perfekt. Ach so, Entschuldigung. Warte, in meiner Welt ist das schon die eckiger, als ich jemals irgendetwas gehabt habe. Echt? Nee, ich meine natürlich, normalerweise habe ich auch voll den Perfektionsdrang und das ist bei mir genauso. Okay, und dann messen wir das aus und dann malen wir uns da drauf, das als Schablone, weil dann können wir nämlich hier das Viereck so lassen und dann diese Rechtecke reinschneiden, die dann so runterhängen. Und wenn wir es perfekt machen, müsste es eigentlich perfekt klappen. In meinem Leben will ich niemals an den Punkt kommen, wo ich einen Ruf zu verlieren habe. Ich verstehe das, ich respektiere das und ich bin dabei. Mein Ruf geht kaputt, nicht deiner. Der ist ein bisschen schief, aber ist okay, oder? Ja, aber das ist ja auch Minecraft. Da sind ja viele Sachen nicht genau gerade, sondern eckig. Ich hole mal nochmal einen Zollstock, ne? Ja. Dann habe ich das nämlich schon mal erledigt. 19,5. Und die andere Seite? Aha! 18. Es ist kein Quadrat. So, also. Was ist das denn für ein Betrug hier? Ist das nur, damit das rollt? Man kann doch einfach noch ein bisschen mehr machen, so einen halben Meter, wenn man nicht... Blumengroove.
Darf ich 90-Grad-Winkel machen? Bitte. Klar, mach darf das. Ich? So, wir sehen uns in 4,5 Stunden wieder. Ich könnte jetzt SpongeBob einblenden. Das müssen wir selber machen. Nina, mach mal kurz SpongeBob selber, bitte. Danke. 8 Stunden später. Fondant wird zugeschnitten. Und dann sind das die und das schneidest du schon zu und legst es nur noch drüber. Mhm. Die, ne? Also so. Aber das ist doch super, weil die kann man ja schon mal rot einfärben und wird es jetzt schon einordnen als eine sehr schwere Torte. Nee, wenn wir sie so jetzt machen, ist sie sehr einfach, weil Sturmi sie auch machen kann. Soll ich die denn einfach da drüber und dann verknetet man das so ein bisschen und dann wieder viereckig, ja, ne? So, und dann tue ich das in eine Schüssel. Hast du dir auch immer dann so eine Minecraft-Geburtstagsparty gewünscht? Eine Minecraft-Geburtstagsparty? Ja. Ich war schon viel zu alt, als Minecraft rausgekommen ist. Echt? Oder groß populär geworden ist tatsächlich. Ja. Da war ich schon, habe ich studiert. Wäre eine weirde Party gewesen auf jeden Fall. Schneid das jetzt hier ab, ne? Mhm. Das ist jetzt ein hochchemischer... Warte. Ja. Ach, du streichst es ein? Ja, wir brauchen ja nicht so viele für oben. Da muss ich nicht nämlich nochmal neu kneten und es hat schon so eine gute Form. Manchmal Füchschen. Selten. Ich habe gerade jemanden seziert. Das ist super. Ja, das ist aus ihrem, Bauch, Herr Dorset. Und dann brauchen wir eben das neue Gesicht, so wie sie es wollen. Wenn das noch so leicht weiß durchschimmert, das ist ein Problem. Ja, ja, ist okay. Wie sehr freust du dich, mit mir einen Kuchen zu backen? Ich liebe es. Soll ich die schon da drauf tun? Nein. Guck mal hier, jetzt. Zack. Was denn? Ich habe jetzt eine Kirsche gemacht, guck. Jutta hat so richtig Kulturschock hier. Das ist normal. Wir kommen in der Großstadt. Wir können alle nichts, wie wir leben. Lieferdienste. Okay, wir machen es jetzt so. So werden Paintballkugeln gemacht. Ja. Wir halten mal da unten. Hier. Jetzt müssen wir aber, ich hoffe, das fällt da halt jetzt nicht ab. Jetzt müssen wir es halt Ecke. Und dann hier schon die Seiten auf. Und jetzt können wir klappen die Seiten runter. Das klappt doch super. Hä? Boah, das sieht doch mega gut aus. Doch, komm, das sieht doch gut aus. Ich finde es auch. Jetzt machen wir so Rechtecke. Und die legen wir jetzt einfach schon mal drauf, oder? Machen wir es doch einfach so, weil das sind doch so, eigentlich so vier kleine. Stimmt, ja, die haben noch so unterschiedliche. Jetzt wird's wild. Das ist eine richtig gute Beschäftigungstherapie. Ich kann mich nur noch mal wiederholen, jedes Mal, wenn ich diese Torten von dir gemacht habe. Ich liebe keinen Menschen auf der Erde so sehr, dass ich mir so viel Mühe bei sowas geben würde. Backst du mir mal was? Ich kann dir gerne mal was backen. Jetzt musst du einmal in die Mitte schlagen und dann ist der Kuchen fertig. Kürzestes Video ever. Du darfst. Du darfst. Ich mach das jetzt. Ja, mach, komm. Hallo, herzlich willkommen im Theaterkurs. Wir zeigen euch heute, wie man live Wunden modelliert. So geht's. Das machen wir jetzt mal zu Ende und dann würde ich sagen, ah, ho, ha, ho, au, 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 au. Okay, Thumbnail brauchen wir nicht mehr. Komm, hau hier noch drauf. So, zack. Ja, mein Gott. Machen es jetzt Flotti, Karotti und dann gibt's jetzt hier einen schönen, einen einzigen Beauty-Shot, Miguel. Alright, Beauty-Shot, Miguel. Ta-da-da-da-da-da. Der große Probiertest. Danke für den Shots, Miguel. Es war 1A. Ein Meisterwerk der Shots. Mach mal hier so eine Ecke, ne? Mhm. Gott, das ist immer so schlimm, ne? Das ist immer, wenn ich mir das bei dir angucke, du machst diese perfekten Kuchen und dann muss man da reinschneiden, um das zu essen. Das ist immer so Perfektion und dann mache ich es kaputt. Das ist wie so, du baust irgendwie so einen Turm auf und dann kommt ein anderes Kind und haut dir deinen Turm kaputt. Aber du machst es selber. Ja. Ich find's auch schön. Ich bin sehr gespannt. Ich nehme halt unseren Dreizack, ein Gäbelchen für dich und dann Prost. Mhm. Mhm. Ist gut. Mhm. Ich glaube, da ich ja noch eine Minecraft-Community übrig habe, könnt ihr natürlich am besten bewerten in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Wir haben bei Sandy auch ein Video aufgenommen. Ihr seht hier schon einen kleinen Spoiler. Es ging um auch Sandy und mein Spätzle-Battle. Das hört man ja momentan überall. Ja. Und das andere Spätzle-Battle, incoming. Rezept gibt's auf freddys-blog.de? Rezept gibt's auf... bis zum nächsten Mal. Wir können bei Sally auf jeden Fall das Rezept für dieses Meisterwerk euch angucken. Video ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Ich glaube, wir laden bestimmt auch am gleichen Tag hoch. Bis dahin, haut rein, 2 out. Danke, Sally, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Und checkt Echo Song ab. Oh ja. Ganz am Ende vom Video. Wenn das jetzt jemand hier, schreibt mal bitte, Echo Song habe ich mitbekommen, wenn ihr das hier jetzt gerade noch im Video seht. Wir machen nämlich jetzt direkt aus. Tschüss. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss!